Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Osterhasen machen könnt. Diese Osterhasen stecken wir aus diesen Modulen zusammen und die Module bereiten wir aus dem ganz normalen farbigen Papier vor. Zuerst zeige ich euch, wie man solche Module vorbereitet. Dazu nehmen wir ein DIN A4 Blatt und teilen das in 32 solche Teile. Wir legen das Blatt erstmal in der Mitte zusammen. Dann legen wir diese Kante zu der Kante, also nochmal in der Mitte zusammen. Und zum Schluss noch einmal. Machen wir das mit bis zu der Hälfte auf und legen jetzt die untere zu der oberen Kante. Und dann noch einmal die untere zu der oberen Kante. Und jetzt machen wir das Ganze auf und schneiden den Linien nach alles aus. Dann müssen wir so ein Teil zusammenlegen zu so einem Modul. Erstmal legen wir das der Länge nach zusammen. So von der Seite nach unten, dann von links nach rechts, wieder aufmachen, dann legen wir das Teil nach unten, die andere Seite genauso. Jetzt drehen wir das Teil so nach oben. Die offenen Seiten zeigen nach hinten. Dann müssen wir die Ecken zusammenlegen. Eine Ecke, die andere. Und dann müssen wir die Teile von oben nach unten dieser Kante entlang. So sieht das Teil jetzt aus. Und dann legen wir es der Mitte nach zusammen. Drehen das Teil um. Die zusammengelegten unteren Teile auch unten sind. Und dann müssen wir die Module nur noch zusammenstecken und die ein bisschen so zurechtrücken, damit sie auch oben breiter aussehen. Und so macht man die Module. Und die Module halten wir mit der breiten Seite zu uns und mit den Spitzen nach oben. Wir fangen mit den 8 Modulen an, halten ein Modul, dann setzen wir den anderen auf die Spitze drauf, dann einen in die Öffnung, Spitze, Öffnung, Spitze, Öffnung. Unten haben wir jetzt 4 Module, oben haben wir 3 Module und jetzt verbinden wir die außenstehenden Spitzen miteinander. Dazu drehen wir die Spitzen zueinander und verbinden die mit einem Modul.
Als nächsten bereiten wir 8 Module von anderen Farben vor. Und setzen auf jede Spitze einen Modul drauf. Als nächstes bereiten wir wieder 8 Module vor. Und verbinden die Spitzen miteinander. Wir nehmen nebenstehende Module und verbinden da 2 Spitzen mit einem Modul miteinander. Mit dem zweiten Modul verbinden wir nebenstehende Spitzen und so weiter. Und als nächstes bereiten wir wieder 8 Module vor. Und dann verbinden wir wieder nebenstehende Module miteinander. Und jetzt bereiten wir die nächsten 8 Module vor. Ein Tipp von mir, wir drücken die ein bisschen zusammen, zueinander die Module, damit wir die besser miteinander verbinden können. Und dann mit dem nächsten Modul verbinden wir wieder nebeneinander stehende Module. Und jetzt ist die andere Farbe dran. So machen wir, bis wir alle Module verbraucht haben. 8 Module vorbereiten und dann draufziehen. Und so bis zum Schluss. Und als nächstes sind 16 gelbe Module dran, 2 Reihen, jeweils 8 Module.
Nachdem wir 5 farbige Reihen gemacht haben, sind jetzt weiße. Wir bereiten 8 weiße Module vor und setzen die mit der breiten Seite nach innen. Verbinden nebeneinander stehende Module miteinander. Alle Module mit der breiten Seite nach innen. Die nächsten 8 weiße Module setzen wir wieder mit der breiten Seite nach außen. Jetzt sind wieder 8 weiße Module dran. Als nächstes machen wir die Reihe mit dem Mund. Dazu nehmen wir einen orangenen Modul und 7 weiße. Jetzt machen wir die Reihe mit 8 weißen Modulen. Und jetzt machen wir die Reihe mit den Augen. Dazu bereiten wir 6 weiße und 2 blaue Module vor. Und da setzen wir das Auge an der Seite von dem Mund, einmal blau, einmal weiß, genau über dem orangenen Modul und einmal blau wieder daneben. Und jetzt sind die weißen Module, die restlichen weißen Module dran. Wir können das auch ein bisschen breiter machen, damit wir einfacher draufsetzen können. Und jetzt ist die letzte weiße Reihe dran. Da setzen wir 8 weiße Module drauf. Jetzt haben wir den Körper fertig gemacht und dann müssen wir nur noch 2 Ohren machen. Dazu bereiten wir 19 weiße Module vor, halten wieder die Module mit der breiten Seite nach vorne und setzen auf jeden Stift ein Modul drauf. Als nächstes verbinden wir 2 mittlere Module miteinander. Als nächstes setzen wir auf jeden mittleren Stift einen Modul drauf. Die äußeren Stifte bleiben außen
Und jetzt verbinden wir wieder zwei mittlere Stifte miteinander. Als nächstes setzen wir wieder auf jeden mittleren Stift einen Modul drauf. Die äußeren Stifte bleiben außen und wir verbinden wieder mit einem Modul zwei mittlere Stifte miteinander und so weiter. Wieder auf jeden Stift einen Modul drauf und mittlere Stifte miteinander verbinden. Und so machen wir es weiter, bis alle 19 Stifte verbaut sind. Und mit letztem Modul verbinden wir zwei mittlere Stifte miteinander. Ein Ohr haben wir jetzt fertig und dann machen wir noch das zweite Öhrchen. Also auf jeden Stift einen Modul draufsetzen, die mittleren miteinander verbinden und so weiter, bis alle 19 Module verbraucht sind. Nachdem wir die Öhrchen fertig gemacht haben, müssen wir die noch draufsetzen. Wir machen da oben ein bisschen breiter, suchen den zweiten und den dritten Stift von dem Auge und setzen da das Öhrchen drauf mit der breiten Seite nach innen. Und die andere Seite machen wir genauso, nicht die zwei Module über dem Auge, sondern daneben, machen die ein bisschen nach außen und da setzen wir das zweite Öhrchen drauf, also wir suchen die breite Seite von den Modulen aus und die setzen wir dann nach innen. Fest reindrücken. Das Öhrchen ein bisschen nach außen biegen. Jetzt haben wir unseren Osterhasen fertig gemacht. Andere kreative Videoanleitungen findet ihr auf meinem Kanal Iras Kreativideen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.